Ja, herzlich willkommen in Obergurgl Hochgurgl. Wir sind gerade am Festkogel, am Donnerstag sperren wir auf. Und wir wollen euch zeigen, wie super es wir beieinander haben, wie wir es angerichtet haben. Wir werden jetzt mal die ersten Sporen in die frisch gewalzten Hänge ziehen. Und wir freuen uns natürlich am Donnerstag, wenn wir aufsperren, wenn ihr alle zu uns kommt und die traumhaften Bedingungen genießen könnt, die wir heuer bieten können. Ich muss gleich powdern als Erchten. Entschuldigung! Yes! Sensationell! Schöne Grüße auch von meiner Seite aus dem tiefwinterlichen Obergurgl. Wie man sieht, bei uns ist alles hergerichtet. Die Pistengeräte sind noch unterwegs, den letzten Feinschliff dem Diamant der Alpen zu verpassen. Okay. Und man muss schon sagen, diese kleinen Vorzüge, die man genießt, da in Obergurgl zu arbeiten, sind halt, dass man auch einmal vor Saisonsopening einmal die Pisten testen darf. Und jetzt fahren wir weiter nach Hochgurgl. Auf geht's! So, jetzt sind wir in Hochgurgl da. Wie man sieht, auch hier Top-Bedingungen. Jetzt gehen wir schnell schauen, ob wir einen Alban finden. Der müsste irgendwo da im Skigebiet sein, hat er uns verraten. Ich glaube, ist ich nicht schon. Ein Traum, Alban, servus. Grüße dich, Philipp. Du, super hast es beieinander, du und deine Mann da. Erzähl, was sperren wir denn auf am 16. November? Also es ist unglaublich dieses Jahr, also wir können uns wirklich höchst glücklich schätzen. Wir haben natürlich schon ein bisschen Vorarbeit geleistet und dann kam natürlich der Segen auch noch von oben in wirklich hoher Form. Also wir haben über einen Meter Schnee bekommen und dann nochmal 30, 40 Zentimeter. Und so können wir jetzt schon verkünden, dass wir gleich zum Saisonstart am 16. November alle Lifte öffnen können, alle Loipen und sogar die Rodelbahn. Also wir sind ganz froh drüber. Also ein Wahnsinn, so ein super Skistart haben wir selten gehabt. Erzähl, was haben wir denn Neues auf dem Programm? Was gibt es denn Neues zu verkünden? Wir haben natürlich auch wieder im Skigebiet einiges gemacht, wie eine Fanslob und so weiter. Wir wollen uns natürlich auch immer an den neuesten Dingen orientieren. Was aber heuer ganz neu ist, das ist das Powder Card. Und zwar ist es uns gelungen, die zwei großen Skigebiete im Tal, sprich Obergurgl, Hochgurgl und eben auch Sölden, innerhalb von einem Skiticket ist das jetzt machbar. Also es hat wirklich jahrzehntelang gedauert, bis es wirklich gelungen ist und ich glaube, das ist wirklich ein ganz toller Mehrwert für unsere Gäste. Also ab 3 Tage darf man dann in beiden Skigebieten fahren, je nach Herzenslust und das bei diesen Bedingungen dieses Jahr, also es wird sicher ein ganz, ganz, ganz grandioser Skistart. Also wer jetzt nach diesen sensationellen Bildern noch keine Lust hat auf Skifahren, dem sei ans Herz gelegt, auf unserer Facebook-Seite und auf YouTube unseren neuen Slope-Song sich anzuschauen, weil dort werden dann wirklich Emotionen geweckt und das macht dann wirklich Spaß auf Skifahren und Lust auf Skifahren. Alban, sag, gehen wir noch schnell einen Kaffee trinken in den neuen Schirmer Schirmpa? Schauen wir schnell. Jawohl. Grüß euch. Super cool. Hat schon etwas.